Willkommen zu meinem Vortrag zum Thema dezentrale soziale Netzwerke. Es geht hier, ich hoffe, das war allen klar, es geht nicht um tatsächliche soziale Menschen, die offline interagieren. Es geht um Mastodon und alles, was drumherum in dem Ökosystem soziales, dezentrales Open-Source-Netzwerk in diesem Internet gedeiht. Seit etwa ein bisschen mehr als einem Jahr hat das nochmal einen riesigen Schub erfahren. Ich stand auch vor einem Jahr schon hier auf der GPN-Bühne und habe erzählt, dass es ein total neues, hippes, aufstrebendes Mastodon gibt und dass alle bitte mitspielen sollen, das wenigstens ausprobieren. Das haben auch einige gemacht und jetzt bin ich quasi hier für den Progress Report. Was ist eigentlich passiert? Wie hat sich dieses Fediverse entwickelt? Wie hat sich dieses Mastodon entwickelt? Wollen wir das überhaupt so? Also finde ich das gut? Findet ihr das gut? Passieren da Dinge, die wir für gut und richtig halten? Und was für Dinge passieren da, die wir vielleicht nicht für gut und richtig halten? Ich bin Admin zusammen mit Lea von chaos.social. Das ist eine der Instanzen, die so chaosnah sind und wo Leute aus diesem Umfeld rumlaufen. Deshalb werde ich auch ein bisschen was davon erzählen, wie sich das über ein Jahr entwickelt hat, weil das, glaube ich, für so eine mittelgroße Instanz auch ganz repräsentativ ist. Right. Kurzes Recap für alle, die das noch nicht wissen oder das nicht so auf dem Schirm haben. Dieses Fediverse besteht aus einem Haufen Server, die miteinander über ein paar definierte Schnittstellen reden. Das sind sehr unterschiedliche Server, das sind sehr unterschiedliche Instanzen. Also da läuft unterschiedliche Software drauf und die sind sehr unterschiedlich groß. Da gibt es alles zwischen Single-User-Instanzen, wo halt eine einzelne Person drauf spielt, bis hin zu 370.000 Leute auf einer Instanz. Es läuft auch sehr unterschiedliche Software da drauf, aber eigentlich alle Software, die da läuft, ist quelloffen, freie Software unter unterschiedlichen Lizenzen, aber frei und steht einfach zur Verfügung, auch zur Mitarbeit unter Leuten. Wir nennen das immer dezentral, ganz, ganz korrekt wäre föderiert. Es ist föderiert im Sinne von, es gibt sehr viele Instanzen, die sprechen miteinander, es funktioniert wie E-Mail-Server, es funktioniert wie Jabber-Server. Es ist ein sehr, sehr stabiles und erforschtes Konzept quasi. Die Interaktion über diese Instanzgrenzen und über die Softwaregrenzen hinweg ist ziemlich nahtlos. Also wenn ich auf einer Mastodon-Instanz bin und meine beste Freundin auf einer anderen Mastodon-Instanz und unser Kumpel irgendwie auf einer GNU-Social-Instanz, dann können wir alle miteinander reden und uns, keine Ahnung, faven, liken, retweeten, sharen, Dinge. Diese Kooperation funktioniert über festgelegte Protokolle. Letztes Jahr habe ich hier einen relativ ausführlichen Abriss über das O-Status-Protokoll gegeben. Das sparen wir uns diesmal so ein bisschen nur zum Überblick. O-Status ist das Protokoll, auf dem dieses ganze soziale verteilte Netzwerken sehr lange gelaufen ist. Das ist eine Ansammlung von diesen fünf schon bestehenden Protokollen. Also im Prinzip sind da Leute hingegangen und haben gesagt, möglichst wenig selber machen, möglichst wenig Leute zu neuen Implementierungen zwingen. Atom gibt es schon, ja, Leute können Atom-Feeds lesen, also wie RSS. Also machen wir mal, dass die Timeline einer Person, also ihre Posts, das ist auch nur so ein Feed. Und so war das alles. Das hat dazu geführt, dass das alles relativ stabil und leicht zu implementieren war, weil irgendwie alle gängigen Programmiersprachen konnten schon Atom-Feeds lesen und das ist ja auch nur XML mit ein bisschen Struktur drin, also mit einer fixen Struktur. Und so war das alles. Es hat den Nachteil, dass es halt ganz schön zusammengeklöppelt ist. Also wenn man es erweitern will oder da was Eigenes mitmachen will, dann ist es immer so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge und dafür sorgen, dass alle auch wissen, was man da tut und dass es bei niemandem irgendwo in diesem komischen Fediverse mit unterschiedlicher Software auf unterschiedlichen Versionen kaputt geht. Deshalb gibt es nun ActivityPub. ActivityPub ist entwickelt worden aus pump.io, das war quasi auch so ein soziales Netzwerk, Dings mit sehr wenig und sehr nicht hübschem Frontend, aber halt einem sehr, sehr gut durchdachten Protokoll und Backend, was dann von der W3C Working Group für soziale Netzwerke adoptiert wurde. Die haben da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt über das ganze letzte Jahr und seit Januar ist das jetzt die offizielle Empfehlung der W3C zum Thema soziale Netzwerke, bitte nutzt dieses ActivityPub. Mastodon implementiert das seit September letzten Jahres komplett, halt mit Fallback auf O-Status, weil man nicht einfach sagen kann, ja, genug Social, sorry, wir reden nicht mehr mit euch. Also das Fallback ist immer noch ordentlich.
Dieses Activity Pub ist eigentlich sehr, sehr nett, gerade wenn man sich das erstmal anguckt. Die kommen mit einer großen Test-Suite, die man quasi gegen die eigene Implementierung laufen lassen kann. Die kommen mit einer großen Implementierungsmatrix, wo man nachgucken kann, mit wem man gerade sonst so sprechen kann. Die haben das alles sehr ausführlich und verständlich dokumentiert. Das macht relativ viel Spaß, damit zu interagieren. Die haben das auch aufgeteilt in einen Client-Server und in einen Server-Server-Teil. Und man kann sich aussuchen, welche Teile davon man implementiert, also ob man die Interaktion zwischen den Usern und dem Server über ActivityPub macht oder nicht, oder ob man nur den Föderierungsteil damit macht. Mastodon macht zum Beispiel nur den Server-to-Server-Teil damit, während Pleroma, das ist eine relativ neue, halbes Jahr vielleicht so, Mastodon-Alternative, das komplett umsetzt. Das ist sehr tolerant in der Hinsicht. Von innen benutzt dieses ActivityPub ein Format namens JSON-LD, spricht HTTP, weil wir sprechen alle HTTP und es wäre jetzt etwas albern, was anderes zu sprechen. JSON-LD sieht aus wie JSON, aber ist deutlich strukturierter. JSON for Linked Data heißt das. Das hat eine Struktur, in der man mitgeben kann, was für Daten, welche Art von Daten und in welcher Struktur man da mitschickt. Also man kann da sagen, hier, das ist die Person, die hat den Nick, keine Ahnung, das ist Rix, und mit Person meine ich das, was hier in dieser Spec da als Person steht. Und die hat die E-Mail-Adresse so und so, und diese E-Mail, mit E-Mail-Adresse meine ich primärer E-Mail-Ansprechkontaktpunkt. Und die hat eine Webseite, und damit meine ich in dem Fall die chaos.social-Webseite, aber ich könnte ja auch eine private Homepage meinen. Und das ist da alles sehr gut aufgeschlüsselt. Was super vorteilhaft ist für ein Protokoll, wo wir halt noch gar nicht so genau wissen, wo das überall hingehen kann, weil es sehr einfach ist, das einfach zu erweitern, weil man nichts kaputt macht, wenn man mehr Felder mitschickt und einfach direkt da drin definieren kann, was man damit überhaupt meint. Das Datenmodell ist ähnlich einfach. Es gibt Objekte, ein paar Objekte sind sogenannte Aktoren, also User mostly, und alles andere ist eine Aktivität. Also alles ist eine Aktivität. Wenn ich einen Status schreibe, hier, mein Essen war total geil lecker mit Foto, dann ist das eine Aktivität. Wenn 5 Leute hinkommen und das liken oder sternen oder herzen, dann ist das jeweils auch eine Aktivität, die da so mit dran gekoppelt ist. Aktivitäten können unterschiedliche Formen haben, also ein Status posten ist halt eine Create-Aktivität und etwas liken ist halt eine Fav-Aktivität, und es gibt da sehr, sehr viel mehr, als gerade irgendwo genutzt wird. Also es gibt da sowas wie Offer, also man könnte da potenziell irgendwas wie eBay mitspielen. Aber erstmal, es gibt Aktivitäten, dieses Format ist relativ durchschaubar. Und an Interaktionsformen gibt es Inboxen und Outboxen. Die haben eine wunderschöne Infografik dazu, deshalb zeige ich die mal. Jede Person, jeder Aktor hat eine Inbox und eine Outbox, und man kann einen Get-Request auf diese Inbox abschicken, und dann kriegt man gesagt, was da so rumliegt, also was einen direkt ansprechenderweise angeht an Aktivitäten. Und wenn jemand anders mir etwas in meine Inbox legen will, also ein anderer Server, das macht man nicht so User-to-User, sondern das machen die Server, dann schickt dieser Server einen Post-Request auf meine Inbox. Genauso, wenn ich etwas in die Welt rausschicken will, ja, hier, mein Essen war voll lecker, schon wieder, Klappe die zweite, dann ist das ein Post auf meine Outbox, und andere können, da, also der Server interagiert damit mit einem Get-Request. Sieht sehr, sehr simpel aus, das hat so ein paar Tücken mittendrin, aber das Charmante ist, dass es halt wirklich verständlich ist und man nicht erst Atom mit all seinen XML-Tücken verstehen muss und dann Webfinger mit all seinen sehr, sehr Merkwürdigkeiten und dann Salmon und so weiter. Auch wenn es so einfach scheint, hat das ein paar lustige Anwendungsweisen. Ein schönes Beispiel ist Mastodon. Also das ist Mastodon-spezifisch, kennt dieses Konzept einer lokalen Timeline. Wenn ich bin ja auf einer Instanz, und wenn ich da einen Post absetze, dann kann der, muss aber nicht, in der lokalen Timeline auftauchen. Wenn ich einen öffentlichen Post absetze, dann taucht er da auf. Das hat den charmanten Vorteil, dass ich sehen kann, was so andere Leute auf meiner Instanz machen. Also gerade wenn jetzt so eine GPN ist, dann kann ich einfach diese lokale Timeline scrollen und gucken, keine Ahnung, ja, es gibt wieder Waffeln. Regelmäßig. Und das wird umgesetzt, indem ein Status erstellt wird, und in dem To-Teil steht die lokale Timeline, also die öffentliche Ressource.
Wenn ich das aber nicht möchte, wenn ich möchte, dass das ein öffentlicher Post ist, ja, jeder meiner Follower darf den sehen und auch sonst Leute, die nur so vorbeigeschneit kommen, voll öffentlich, aber ich will jetzt nicht die ganze lokale Timeline damit spammen. Das machen zum Beispiel Bots gerne so. Also Newsticker-Bots, die müssen ja nicht in die lokale Timeline, aber die sollen trotzdem zugänglich sein. Die schicken dann einen sogenannten Unlisted-Status raus und implementiert ist der so, dass der genauso aussieht, nur dass diese öffentliche Ressource statt im To-Feld im CC steht. Wie E-Mail. Es ist sehr überschaubar. Dass ganz viele verschiedene Arten von Software das implementieren, hat, wie wir jetzt über die letzten paar Monate gesehen haben, ein paar richtig coole Implikationen. Da haben zum Beispiel Leute als Proof of Concept PeerTube geschrieben. Das ist dezentrales, föderiertes YouTube quasi. Ich sage Proof of Concept, weil so richtig nutzbar ist es nicht. Die meisten Leute installieren es auf irgendwelchen lahmen Mühlen und dann performt es nicht und die Videos sind mehr so am Buffern. Und also es ist mehr noch eine Spielerei, um zu zeigen, dass es geht. Aber da dieses PeerTube auch ActivityPub spricht, kann ich hingehen und, keine Ahnung, meinem Lieblingszocker folgen da drauf. Und wenn diese Person ein Video hochlädt, dann taucht es einfach direkt in meiner Timeline auf. Für mich sieht es aus, als ob jemand in Mastodon, also Twitter ähnlich, da ein Video hochgeladen hätte. Und für die Person auf ihrem PeerTube sieht es aber aus, als ob sie auf einer YouTube-ähnlichen Webseite, also so mit Video zentral, etwas hochgeladen hätte. Und wenn ich dann auf Antworten klicke, weil so funktioniert ja dieses Twitter-Shorts-Status-Zeug, ich antworte alles und ich booste es vielleicht noch, dann kann ich da auch ganz normal drauf antworten, wie auf jeden anderen Status. Und auf der YouTube-ähnlichen Webseite taucht es dann aber auf wie ein Videokommentar. Weil unterschiedliche Darstellungen, aber selbes Ressourcenkonzept. Das ist quasi die wirklich große technische Entwicklung, die sich im letzten Jahr da getan hat. Und die hat halt auch gerade echt noch Potenzial. Also es sind auch Leute dran, eher bilderbasierte Webseiten zu bauen. Also Think Instagram, nur wahrscheinlich anders. Und da dürfte jetzt noch einiges kommen. Also es sind auch Leute, glaube ich, dran, etwas Blog-Webseiten, Medium-ähnliches zu bauen damit, was sich ja auch anbietet. Und das, ich hoffe, dass man da über das nächste Jahr dann nochmal ein paar richtig coole Neuerungen sieht. Right. Praktisch hat sich das Fediverse halt auch ganz schön aufgebaut, spätestens durch diesen ActivityPub-Standard. Wir haben jetzt dieses PeerTube, wir haben Pleroma, das ist eine sehr beliebte Alternative zu Mastodon, die weniger ressourcenhungrig ist und auch sonst sehr, sehr gut läuft, sich leicht installieren lässt und einfach auch sehr aus den technischen Erfahrungen der Mastodon-Entwickler gelernt hat. Gleichzeitig hat sich dadurch, dass die Nutzung von diesem ganzen Fediverse, also gar nicht nur Mastodon, so rasant angestiegen ist, auch sehr viel Software drumherum gebildet. Gerade an mobilen Clients gibt es da inzwischen sehr, sehr viel, das sehr, sehr fertig ist. Also mehrere Android-Clients, die quasi alles unterstützen, was man so will, möglicherweise zum Teil ohne Push-Notifications, weil tricky, aber die auch Multi-Account-Systeme und so sind. Und was daran vor allem bemerkenswert ist, oder zumindest für mich, wenn man von diesem Twitter herkommt, ist, dass all das natürlich Open Source ist. Also diese ganzen Clients und dieses Ganze drumrum, es gibt auch alternative Web-Frontends, die man da einfach einhängen kann und App-Integrationen, die sind alle nicht nur so Open Source, wie ich habe halt meine Anwendung geschrieben und sie auf GitHub gerotzt und dann liegt die dafür immer brach, aber es ist ja Open Source, also gut, ne? Sondern da wird wirklich dran gearbeitet, da wird interagiert, Leute sind schnell dabei, Issues aufzumachen für Dinge, die sie gerne sehen und die Dinge werden entsprechend schnell dann auch gebaut. Das ist insgesamt ein sehr angenehmes Umfeld, weil es halt nicht so frustrierend ist. Also weil man nicht anfängt zu denken, ja, das hier funktioniert nicht, naja, kann ich jetzt nichts machen, so ist Twitter halt. Sondern ich kann halt hingehen und sagen, ey, hier, ne, deine App, das cached irgendwas falsch oder das da ist kaputt, mach mal. Und hier sind alle Daten, die ich dir geben kann. Ich kann auch gerne helfen, aber magisch fixt sich dann doch sehr viel, einfach weil Leute dazu gereizt werden, sich da einzubringen. Das ist dieses Fediverse. Mastodon selber, also dieser relativ große Blob da drin, ist von letztem Jahr mit sehr, sehr wenig Usern, das ist ja da erst so richtig angelaufen, auf jetzt
1,3 Millionen User auf 2,5 Instanzen etwa, denken wir. Das Problem mit diesem dezentralen Zeug ist natürlich, so genaue Zahlen sind schwierig. Also es gibt eine Menge Leute, die haben öffentliche Grafanas oder so, die sammeln die Daten ein, die gehen halt immer wieder durch dieses Instanzennetzwerk und gucken, ob irgendwo eine neue Instanz ist und greifen halt die öffentlichen Daten von da ab. Aber eine autoritäre Übersicht können wir halt nicht bieten. Aber als Hausnummer ist es ja schon ziemlich gut, denke ich. Die USA waren ja letztes Jahr noch gar nicht so dabei. Als das letztes Jahr losgegangen ist, ist das ziemlich genau in Japan und Frankreich losgegangen, aus Gründen. Japan ist immer noch hart führend, also die zwei größten Instanzen sind japanische Instanzen, aber die USA sind so ein bisschen nachgezogen und auch sonst hat sich es ein bisschen weiter verteilt. Was auch sehr spannend ist bei diesen tatsächlichen Mastodon-Instanzen, ist, dass anfangs sehr viele Leute die Befürchtung hatten, dass, ja, es steht halt dezentralisiert drauf, aber in Wirklichkeit, wir nennen es das Jabba-CCC.de-Problem, Jabba ist auch total dezentral, aber jeder hat seinen Account auf Jabba-CCC.de, ist lange nicht mehr so schlimm wie früher, aber das war sehr lange so. Und wenn Jabba-CCC.de down ist, dann Pech gehabt, ne? Es wurde befürchtet, dass dasselbe mit der quasi Mutterschiff-Instanz von Mastodon eintritt. Die haben dann auch zwischendurch mal eine Weile ihre Anmeldungen geschlossen, sodass die Leute gezwungen waren, sich weiter zu verteilen. Und es wurde auch sehr viel Wert darauf gelegt, eine möglichst hilfreiche Sign-up-Seite zur Verfügung zu stellen. Wenn man auf dieses joinmastodon.org, heißt es, glaube ich, geht, dann wird einem da über so einen Wizard oder Assistenten ganz viel zur Auswahl gegeben. Möchtest du eine Instanz, die hierauf Wert legt oder darauf? Möchtest du eine generelle? Möchtest du etwas, was sich mehr mit Kunst, mit Sprache, mit Coden, sonst was beschäftigt? Oder ist es dir einfach Latte? Sprichst du irgendeine Sprache gerne oder willst sie lernen und so weiter? Und dann werden einem halt, willst du eher eine große oder kleine Instanz? Und dann wird einem halt was vorgeschlagen, allein um die Leute so ein bisschen zu verteilen. Das funktioniert ganz gut. Also es gibt schon noch merklich große und kleine Instanzen, und aber die Abstufungen sind immer mehr so mal zwei zwischen dem nächstgrößten Schritt. Also wir reden hier nicht über ganze Größenordnungen. Die größte Instanz ist 370.000 Leute groß und die nächstkleinere 160.000, bisschen weniger als die Hälfte, aber es sind gleich zwei mit 160.000 und die nächsten danach haben 70.000, 60.000 und dann geht es relativ eng gestaffelt weiter, was schon sehr, sehr angenehm ist. Und also klar, es gibt ein paar richtig große Instanzen und so, wie war das, eine Million, knapp unter einer Million von diesen 1,3 sind auf Instanzen, die mehr als 5.000 Accounts drauf haben, aber schon nochmal 200.000 auf Instanzen mit 500 bis 5.000 Leuten und dann nochmal 100.000 mit 50 bis 500 Leuten, also die eher kleineren Instanzen, und dann schon nochmal 25.000 auf Instanzen mit weniger als 50 Leuten, also Single-User-Instanzen oder so wirklich kleine Gruppen. Und es ist schon ein ganz schöner Indikator, dass sich das doch ganz gut verteilt und Leute da auch gerne experimentieren, sich ihre eigene Instanz für sich und ihre Freunde oder so aufsetzen. Ansonsten wurde an Mastodon auch viel rumentwickelt. Es gab sehr viele Releases, die wurden auch die ganze Zeit sehr professionell gemacht, also mit mehreren Release-Candidates, die einzelne Instanzen durchprobiert haben. Ein paar Instanzen machen sich auch einen Witz draus. Also es gibt eine Instanz, die läuft einfach immer auf dem Mastodon Master, komme da, was wolle. Das ist möglicherweise hilfreich da drin, dafür zu sorgen, dass der Master nie ganz kaputt ist, aber es ist auch ein Erlebnis, auf dieser Instanz unterwegs zu sein. Aber es ist halt sehr viel auch usergetrieben dazugekommen. Also es wurde viel gefragt, wie stellt ihr euch das vor, was möchtet ihr? Weniger ein Twitter, das halt von oben herab entscheidet, jetzt ist unser größtes neues Feature, dass ihr doppelt so viel schreiben könnt, sondern es wurde wirklich nachgefragt, und das GitHub-Issue-System wird auch sehr aktiv bespielt. Leute nutzen da dieses GitHub, genau, Archiv wurde sehr aktiv bespielt. Da nutzen Leute auch sehr stark, dass man an GitHub-Issues einen Daumen hoch setzen kann und danach sortieren kann, um anzuzeigen, hier ist ganz viel Bedarf. Das war zum Beispiel, als Leute gesagt haben, wir brauchen Bildbeschreibungen, das ist doof, wenn man nicht an Bilder irgendwie ranschreiben kann, was da drauf ist, hier Zugänglichkeit und so. Und es wurde dann halt auch sehr, sehr zügig doch eingebaut. Also, es lebt, es bewegt sich. Chaos.social ist jetzt knapp über ein Jahr alt, so ein Jahr und einen Monat bald, glaube ich. Wir sind irgendwie auf 2500 Accounts hoch, davon ist natürlich sehr viel Leute, die irgendwie einmal reingeguckt haben und dann nie wiedergekommen haben. Aber es ist
ein konstantes Wachstum und wir hatten, glaube ich, nie eine Phase, wo sich die Plattform tot angefühlt hat seit der letzten GPN, wo hier halt ein Schwapps Leute aus dem Chaos reingekommen sind. Wir leben damit echt gut, also wir administrieren es ja zu zweit und haben am Anfang überhaupt nicht gewusst, worauf wir uns einlassen. Also wird es unendlich viel Software und Ressourcen, wird die Software unendlich Ressourcen ziehen, weil sie scheiße geschrieben ist, oder wird es alles ganz entspannt laufen, werden Leute plötzlich hinkommen und durch die Gegend trollen und Arschlöcher sein und ganz viel Händchenhalten brauchen? Nee, war alles nicht so. Also wir haben irgendwie so ein bisschen ein öffentliches Repo, wo wir unsere Änderungen und auch die Instanzregeln und Beschreibungen drin dokumentieren, allein schon damit man nachgucken kann, wann sich was geändert hat. Also damit wir nicht als die bösen autokratischen Admins hinkommen und plötzlich alle Regeln ändern. Oder wenn, dann können Leute immer auf die Changes zeigen und sagen, ey, was ist? Wir achten auch so ein bisschen drauf, dass wir da nicht zu groß werden. Also wir haben vor einem Monat uns aus diesem Join Mastodon rausgenommen. Also wir sind da noch verzeichnet, aber wir werden nicht mehr vorgeschlagen, weil uns das Wachstum da stellenweise ein bisschen zu steil wurde. Mehr Leute sind schon gut, aber es ist sehr merklich, wenn man so eine Instanz betreibt und darauf unterwegs ist, dass es ein großer Unterschied ist, ob 50 Leute auf einmal kommen und dann eine Woche nichts oder ob sich die 50 Leute so über eine Woche verteilen. Wenn das Wachstum organischer ist, dann ist das sehr entspannt und ein soziales Miteinander, und wenn das so in einem großen Schwaps kommt, dann ist das manchmal etwas schwieriger. Diese Schwaps waren sehr witzig, die kamen nämlich immer, wenn Twitter wieder irgendwas so richtig versaut hat oder wenn Leute groß gegen Facebook agitiert haben, aber vor allem wenn auf Twitter, also wenn irgendwer wieder da rausgeschmissen wurde, gesperrt wurde oder irgendeine neue Policy-Entscheidung kam, die Leuten nicht gepasst hat, dann war plötzlich im Graph so ein Whoops, wir haben neue User. Also ignoriert mal diese attraktive Lücke in der Mitte, wo unser Grafana keine Daten gefressen hat, aber es war schon konstantes Wachstum da, das Sommerloch war merklich, aber da haben wir dann hier so auch angefangen, da etwas bremsend einzugreifen, eben darüber, dass wir nicht mehr Leuten vorgeschlagen wurden. Auch sonst sieht man einfach, wenn man sich anguckt, wie viele Posts pro Stunde über ein Jahr, da sieht man auch ganz gut, dass einfach noch mehr Aktivität dazugekommen ist. Das Blaue unten sind die User, die dazugekommen sind. Also andere Achse hilft nicht viel, aber es ist schon sehr aktiv insgesamt. Hardware-mäßig, das läuft gerade auf Leas Infrastruktur, das hat irgendwie 12 GB RAM und 4 Kerne und 120 GB SSD, die uns jetzt auch spontan zur GPN vollgelaufen sind. Aber es ist halt jetzt hardware-mäßig nicht so absurd intensiv, was man da braucht, um 2500 Accounts zu bespielen, plus halt Interaktion mit lauter anderen Instanzen. Und das erste Jahr haben wir das kostenmäßig ziemlich alleine gestemmt, weil die Infrastruktur war halt schon da und die Domäne kostet jetzt auch nicht so viel. Mittlerweile haben wir wie viele Mastodon-Instanzen einen Libera-Pay-Account, wo sich dann auch ziemlich schnell, nachdem wir gesagt haben, ja, wir wollen das vielleicht nicht für ewig aus eigener Tasche zahlen, genug Leute zusammengefunden haben, dass die Instanz jetzt auch kostenmäßig gedeckt ist und wir also nicht spontan sagen werden, wir brauchen unser Taschengeld für andere Sachen, bitte sucht euch eine andere Instanz. So. Das ist das, wie sich dieses Mastodon entwickelt hat. Zum Abschluss wollte ich noch ein bisschen erzählen, was wir uns, also kollektiv, also sowohl Lea und ich, als auch kollektiv, so als Mastodon-Community, überlegt haben, was an diesem ganzen Konzept dezentrales soziales Netzwerk und an diesem Mastodon eher gut ist und was vielleicht zu bedenken ist, bevor man das in den Himmel lobt. Also gerade diese Chaos-Community neigt ja doch sehr dazu, spätestens aufgrund der Hacker-Ethik zu sagen, ja, es dezentral ist gut, müssen wir ja nicht weiter drüber reden, ne? Und Open Source ist es auch noch, also super, wollen wir. Ist ja auch in vielerlei Hinsicht so. Also Dezentralität hat was, nicht wahr? Das macht eine Machtdiffusion, das macht weniger Hierarchien, das macht mehr freie Wahl und mehr eigene Selbstbestimmung und all das. Dass diese ganze Software Open Source und unter freien Lizenzen ist, ist auch total super, weil es Vertrauen schafft. Also ich weiß, was da passiert und ich weiß, dass ich mitbestimmen kann, was da passiert. Und wenn plötzlich der Mastodon-Entwickler total durchdreht und sagt, ich will jetzt keine linearen Timelines mehr, sondern dir immer als erstes ins Gesicht schreien, was du vielleicht verpasst hast, während du 10 Minuten nicht auf dieser Webseite warst und was deine Freunde geliked haben, dann kann ich immer noch sagen, ja gut, patchen wir raus oder wir upgraden nicht oder
wir haben da die freie Wahl in vielerlei Hinsicht. Auch dadurch, dass dieses Protokoll so frei ist, dass ich da so ein Peertube reinhängen kann, dass ich da ein eigenes Webfrontend ranhängen kann und das nicht ein aufgekauftes TweetDeck oder so sein muss, das ist alles sehr, sehr angenehm. Und keine Werbung und so goes without saying. Es fördert Vielfalt, also Mastodon hat ja super viele unterschiedliche Instanzarten. Es gibt da Instanzen, die einfach generalistisch sind, aber es gibt auch, keine Ahnung, Mastodon.art wurde aufgemacht und da sind sehr, sehr viele Künstler drauf, die miteinander erstens über ihre Hobbys halt so reden, aber auch einfach das, was sie so kreieren, hinschieben und das ist für die sehr, sehr wertvoll. Nachdem die US-Gesetzgebung hinsichtlich Sexarbeit so schwierig geworden ist, hat sich eine sehr, sehr große, die ist unter den Top 5 Instanzen, Instanz für Sexarbeiterinnen gegründet, die total beliebt ist und unter denen und halt so eine eigene Community aufgemacht hat. Dass es diese Freiheit gibt und dass wir gerade für solche Gruppen diese Möglichkeiten schaffen können, ist super wertvoll. Und dass man es sich halt einfach selber aussetzen kann. Ja? Also es muss jetzt hier niemand sagen, ja klar, Rix und Lea, das sind voll die coolen Typen, denen vertraue ich zutiefst, da möchte ich hin. Sondern man kann im Zweifelsfall, wenn man das hinreichende Know-how hat, auch sagen, ich folge jetzt dieser sehr einfachen Dokumentation und ich klicke mir meine eigene Instanz. Dann habe ich zwar keine lokale Timeline mit lauter Nerds drin, aber dafür sind meine Daten wirklich bei mir. Was dann auch der Punkt ist. Dieses, meine Daten sind bei mir, die Daten sind halt bei uns. Das Administratoren haben natürlich relativ viel Macht. Das ist auf Twitter natürlich noch viel extremer so. Ne? Wenn Twitter entscheidet, du fliegst raus, dann bist du erstmal raus. Aber gleichzeitig ist es hier so, dass Twitter wahrscheinlich nicht sagen wird, ja, morgen machen wir zu. Während sowas in diesem Mastodon schon vorkommen kann, nicht? Also da sind Leute, die sind, machen das halt nebenher. Niemand administriert Mastodon hauptberuflich, außer so ein ganz kleines bisschen der Entwickler. Und es ist schon vorgekommen, dass dann Leute gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke, ja, und überhaupt nervt ihr mich alle, du hast eine andere Meinung als ich, ich schließe jetzt meine Instanz. Das ist mit Witches.town passiert, relativ große und beliebte Instanz in einigen Kreisen. Und da hat die Administratorin gesagt, in anderthalb Monaten fährt der Server runter, bitte nutzt diese 40 Tage, um euch was Neues zu suchen. Mastodon unterstützt das mittlerweile ganz gut, also man kann Accounts weiterleiten und man kann ganz viel importieren, exportieren und mitnehmen, aber es ist halt trotzdem doof. Also das bricht Kontinuität und einem fallen Dinge runter und es ist einfach sehr nicht cool und das kann einem jederzeit passieren. Außerdem ist es halt irgendwo dann auch unsere Pflicht, unsere Nutzerinnen und Nutzer darüber aufzuklären, was die Administratoren können. Und Administratorinnen, die können nämlich zum Beispiel alle Nachrichten lesen, die da passieren. Das Web-Frontend ist da mittlerweile so, dass das da so ein Audit-Log anlegt. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, hier, meine beste Freundin ist ja mit auf meiner Instanz, was schreibt die denn so an privaten Nachrichten? Also das kann ich schon, aber dann kann quasi Lea zum Beispiel sagen, Rix, sag mal, ich habe im Audit-Log gesehen, du guckst da Leuten in ihre privaten Nachrichten, was geht? Aber das ist natürlich nur das Frontend. Ne? Nichts hält mich davon ab, einfach in die Datenbank zu grabbeln und zu sagen, SQL kann ich selber schreiben, was schreiben denn die Leute da so in ihren privaten Nachrichten? Und auch sonstige Böswilligkeit, ne? Accounts einfach sperren, Accounts zweckentfremden, da geht einiges. Man muss um dieses Mastodon rumarbeiten dafür, das macht es den Administratoren nicht einfach, böswillig zu sein, aber da wir Datenbankzugriff haben, natürlich können wir das. Und wahrscheinlich noch deutlich relevanter als Böswilligkeit ist Inkompetenz. Also das ist jetzt nicht so, als ob von diesen 2500 Instanzen der Großteil von professionellen Sysadmins betrieben wird. Das ist einfach nicht so. Es sind Leute, die sich hinreichend auskennen und die ja auch nicht blöd sind und nicht böswillig, vermutlich, oder die meisten. Aber es kann dir natürlich trotzdem immer noch passieren, dass du irgendwelche einfachen oder weniger einfachen grundlegenden Regeln missachtest und plötzlich sitzt da jemand in deiner Mastodon-Instanz. Sitzt auf dem Server, hat ihn gehackt, ist irgendwie rangekommen. Und dafür ist man ja dann schon auch erstens moralisch verantwortlich, aber man muss dann damit umgehen. Und das ist auch was, worüber man aufklären muss und worüber man im Klaren sein muss, wenn man sich seine Instanz sucht. Und da steht man dann plötzlich vor dem Problem, okay, es gibt 2500 Instanzen, aber woher weiß ich, welcher ich hinreichend vertrauen möchte? Das sind
alles relativ schwierige Probleme, die Mastodon halt natürlich nicht anders als technisch erschlagen kann und sich auch drum bemüht. Aber es ist schon was, worüber wir immer wieder, denke ich, da reden müssen. Weil Leuten das einfach als das ist das dezentrale und privacy-freundliche Twitter zu präsentieren, ohne ihnen klarzumachen, was sie dabei mitkaufen, ist halt auch unehrlich. Ich meine, ich bin jetzt natürlich biased. Ich finde, dass man dieses Mastodon trotzdem probieren muss oder dieses Pleroma oder jedenfalls dieses Fediverse. Allein schon, weil wir als technisch versierte Menschen da irgendwie in der Pflicht stehen, Dinge, die so neu rauskommen, wenigstens mal durchzuprobieren. Ja. Muss ja jetzt niemand irgendwie sein soziales Leben dahin verlagern, muss auch nicht das neue Twitter sein, kann es nicht, will es nicht. Aber wenigstens es mal auszuprobieren und rauszukriegen, ob das taugt und inwiefern und was wir davon für uns adaptieren können, das ist schon echt wichtig. Und klar, auch kritisch drüber zu reden, zu sagen, wie ist das eigentlich, wenn Leute hier private Nachrichten mitschneiden. Und allermindestens, selbst wenn man gar nicht selber Bock hat, dieses Mastodon zu spielen, denke ich, ist es sehr hilfreich, wenn wir das als Anstoßpunkt nehmen, um dieses ganze Twitter-Universum nicht ganz so unkritisch zu rezipieren und zu nutzen. Denn gerade in den technischen, aber auch in vielen anderen Communities ist Twitter ja schon sehr zentral für informelle, schnelle, persönliche, lustige auch Kommunikation, die halt wichtig ist für Communities in jeder Hinsicht, ja, weil es Konsens schafft und Zusammenhalt schafft. Aber gleichzeitig müssen wir da schon immer so ein bisschen gucken, wenn wir anfangen, dieses Twitter einfach als gegeben und das macht man halt so hinzunehmen, ist das schwierig und eigentlich so einer Hacker-Community auch gar nicht würdig. Es war's, ich hatte den Talk auch eigentlich auf eine halbe Stunde angelegt, dass da eine Stunde jetzt drin stand, war so Surprise, aber ich bemühe mich mal jetzt nicht noch überziehenderweise zu labern. Ich nehme aber gern noch Fragen an und ansonsten sowohl jetzt hier als auch hinterher draußen Wiese. Dankeschön. Ich glaube, du. Ansonsten sag einfach und ich wiederhole es nochmal. Ja. Okay, super. Ja, danke für deinen Vortrag. Als jemand, der aus so anderen föderierten Protokollen kommt, also E-Mail und Jabber, ich benutze eigentlich sehr gerne meine eigene Domain als Identifier. Einfach damit ich diese Nachteile, die du in der Bad-Sektion angesprochen hast, halt nicht habe und halt auch eventuell meinen Provider wechseln kann und so weiter. Erkaufe ich mir damit irgendwelche Nachteile, dass ich zum Beispiel irgendwie in der Hashtag-Suche dann nicht auftauche oder irgendwie sowas? Nee, weil Hashtag-Suche ist tatsächlich einer der Schwachpunkte von Mastodon, das ist eh noch nicht so. Du hast so ein bisschen den Nachteil, dass du halt nicht diese lokale Timeline hast. Es gibt Tools, mit denen man in die lokale Timeline von anderen Instanzen reingucken kann. Es gibt auch einige Instanzen, die exposen die einfach direkt auf ihrer Startseite, dass man da durchscrollen kann. Das hat halt schon was, wenn man einfach gucken kann, was ist dieses Interessengebiet oder was macht diese Gruppe gerade so, als sehr unterschiedlich zusammengesetztes Ding. Und du hast halt den Verwaltungsoverhead. Das kann man mögen oder nicht mögen. Das ist einfach so. Ich mache das für viele Sachen auch für mich selber. Aber es ist halt noch ein Tool, das man verwalten, administrieren, regelmäßig updaten muss. Wenn irgendwo was voll läuft, muss man nochmal irgendeinen Sidekick durchtreten und so. Also es ist halt eine Sache mehr, aber gerade wenn man da unabhängig von anderen Admins oder so sein will, dann spricht da nichts dagegen. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, die meisten Nachteile sind dann halt für mich aus meiner Perspektive, aber die Leute, die mir folgen wollen, haben halt keine Nachteile dadurch. Nee. Okay, dann Folgefrage quasi, kann man Mastodon im Multidomain-Betrieb betreiben? Also könnte ich zum Beispiel irgendwie so ein Domain-Hoster sein und jetzt sagen, hier nimm deine eigene Domain und
hoste das trotzdem bei Chaos Social oder irgendwie sowas? Ich würde vermuten, dass das schwierig ist. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich würde es für Chaos.social auch nicht machen wollen. Und da halt sehr viel als ID die Domain mitgenutzt wird, also IDs von so etwas wie einem User oder so etwas wie einem Status, wird halt direkt exponiert als eine URL. Und das heißt, an irgendeiner Stelle weiß dann wahrscheinlich dieser Mastodon-Server nicht mehr, also es wäre theoretisch möglich, aber ich glaube, Mastodon ist dafür nicht geschrieben. Oh, okay, danke. Haben wir noch mehr Fragen? Nicht? Okay, dann habe ich noch eine. Habt ihr irgendwie schon Spam-Probleme? Nicht relevant. Also, wir haben insgesamt wirklich ein sehr umgängliches Publikum da, usermäßig. Wir haben irgendwie über das erste Jahr insgesamt, es gibt ja ein Reporting-Framework und Moderationshilfe und so, das wird auch immer weiter verbessert und wir hatten irgendwie über das erste Jahr 50 Reports und 70% davon gingen gegen Accounts von anderen Instanzen, wo wir nicht mehr machen können, als mit der anderen Instanz Kontakt aufnehmen oder im Zweifelsfall halt sagen, okay, der Account ist zu krass, den blocken wir komplett raus oder silenzen ihn oder so. Also das ist halt so ein Report pro Woche höchstens. Und Spam, wir hatten irgendwie ein bisschen Leute, die halt irgendwelche Bots hingeschmissen haben und nie wiedergekommen sind. Das war meistens nicht böswillig, das war einfach verpeilt. Also die haben da einmal einen, oh ja, hier News-Ticker von, keine Ahnung, Netzpolitik oder kicker.de oder whatever und das blökt dann halt in die Timeline und die Leute kommen nie wieder. Und dann im Zweifelsfall entscheiden wir uns auch das zu silenzen, also darf weiterlaufen, aber schlägt halt nicht mehr in der lokalen Timeline auf und okay. Entsprechend. Aber grundsätzlich habe ich das Protokoll schon richtig verstanden, dass ich dir theoretisch irgendeinen Schwachsinn in deine Inbox posten kann als böser Server, oder? Ja. Okay. Du kannst mir ja auch Schwachsinn in meine E-Mail-Inbox posten. Ja, ist richtig, aber da gibt es ja auch Spam-Filter für. Und also da war bislang noch absolut nicht nötig. Okay. Also was einige Leute allerdings machen, es gibt Leute, die betreiben dieses ganze Mastodon mit einem Twitter-Cross-Poster, der dann auch gerne einfach Retweets rüberspiegelt und Mastodon kommt mit dem sehr angenehmen Feature, dass du dir einen Regex-Filter auf alle Status, die du so siehst, zulegen kannst und wenn du da Zeilenanfang RT-Doppelpunkt wegfilterst, dann ist dein Leben sehr viel besser, erfahrungsgemäß. Aber nee, mehr war bislang überhaupt nicht nötig. Da du gerade Twitter-Cross-Posting angesprochen hast, gibt es da irgendeine sinnvolle Migrations- oder Parallelfahrstrategie? Also gibt es das, die eben nicht diese ganzen Fehler machen und nur das, was wirklich Sinn macht, rüberschieben? Es gibt Leute, die fahren das Cross-Posten gut und es gibt Leute, die fahren es aus meiner Sicht schlecht. Ich bin da sehr voreingenommen dagegen, weil es mich einfach nervt, wenn ich immer irgendwelche Twitter, also die Usernamen werden dann auch meistens keine Ahnung, rix@twitter.com reingerendert mit einem nicht funktionierenden Link und so, also es ist alles sehr kaputt, aber es gibt Leute, die cross-posten quasi genau nur Dinge, die sie selber absetzen und die keine Mentions drin haben, die dadurch kaputt gehen. Das kann man schon machen. Insgesamt aber stellte sich zumindest für mich und viele andere auch relativ schnell raus, dass es sich gar nicht so lohnt. Weil einfach die, also für sowas wie, keine Ahnung, ja, heute bin ich in der Bahn stecken geblieben, sowas geht schon mal. Aber viel an diesem sozialen Netzwerk ist ja auch Interaktion mit anderen. Und es haben sich einfach so ein bisschen die Gesprächsweisen auseinanderentwickelt. Also da, unter anderem dadurch, dass dieses Mastodon einfach mehr Zeichen zur Verfügung hat, aber auch einfach dadurch, dass es gleich mit einer anderen Kultur gestartet wurde, wird da viel entspannter und ruhiger geredet und nicht so jetzt kurz und schnippisch und sehr schnell beleidigend, dass es sich gar nicht so lohnt, auf beiden Welten über dieselben Dinge zu schreiben. Also die Themen sind auch einfach andere, die sich da so rausentwickeln. Also, aber man kann es machen. Man sollte halt nur dieses kaputte Links und so, kommt nicht so. Jo, noch wer? Immer gerne. Dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Ich bin auch noch auf der Veranstaltung unterwegs, also wenn euch doch noch Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Dinge kommen, dann hier. Dankeschön.